Ja, ich gebe es zu, ich bräuchte eigentlich keinen neuen Rucksack. Aber es kommen immer wieder Fragen zu, kannst du mal was Ziviles empfehlen? Hast du einen zivilen Rucksack, den du empfehlen kannst? Und deswegen habe ich mir auf Amazon den Tatanka Norix 48 geholt. Und wenn du wissen willst, was dieses Teil kann und ob es auch etwas für dich ist, dann würde ich sagen, bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, das Teil habe ich mir auf Amazon geholt. Es ist niegelnagelneu. Ich habe es noch nicht einmal irgendwie aufgemacht und am Körper getragen. Und das machen wir jetzt gemeinsam, wir zwei. Sozusagen, wenn du das willst. Warum komme ich überhaupt jetzt auf Zivil und all diese Aspekte? Weißt du, es ist so, ich kriege auf Instagram immer wieder die Anfragen, Reini, du stellst ja TT-Rucksäcke, Helikontex, Eberle-Stock und was auch immer alles vor. Und das ist immer so militärisch. Und meine Motivation ist nicht Militär, sondern die taugen mir einfach, weil diese Mollestreifen haben und da kann ich auch was draufpacken und so, ist alles cool. Aber es ist natürlich richtig, dass diese Mollestreifen und das gesamte System, das sich da halt daraus entwickelt, auch Gewicht braucht. Ne? Also Preis lassen wir jetzt einmal weg, einfach Gewicht braucht, das ist ganz klar. Und es ist natürlich auch ein Statement, wenn ich mit einem Tasmanian Tiger Redback MK3 in Flecktarn, habe ich nicht, aber egal, in Flecktarn herummarschiere, ist das ein anderes Statement als, jo, ich habe einfach einen zivilen schwarz-grauen Rucksack, das ist ganz klar. Und auf Instagram, übrigens, wenn du mir auf Instagram folgen willst, ja, ist überhaupt kein Problem, ich gebe da unten den Link. Ist nämlich so, dass ich da immer wieder Frage- und Antwortrunden mache. Und da kommt häufig die Frage, ob es nicht sinnvoller wäre, einen zivilen Rucksack zu besitzen als einen militärischen. Und da stelle ich dann die Frage, warum? Naja, im Zusammenhang mit Bug-Out-Bag oder sonst irgendetwas. Also mag alles sein, kann ich nicht beurteilen, aber natürlich, warum nicht? Ja, warum nicht? Warum nicht einen zivilen Rucksack besitzen? Und daher habe ich mir jetzt dieses kleine Teil hier gecheckt. 48 Liter. Und da wird jetzt der eine oder die andere sagen, 48 Liter, das ist ja überhaupt nichts, Reini. Ja, das ist ja überhaupt nichts. Naja, 48 Liter, da passt meiner Meinung nach all das rein, was reinpassen muss. Sehe ich zumindest so. Wenn ich jetzt nur 3 Minuten oder 30 Minuten hier auf wunderbar, billige Eigenwerbung, ja, Waldurlaub, einen kleinen Rundgang mache, werde ich keinen 48 Liter Rucksack brauchen, das ist ganz klar. Aber wenn ich sage, okay, ich bin am Tag unterwegs und nicht nur ich allein, sondern habe vielleicht Familie mit. Oder ich bin länger unterwegs und möchte auch Schlafsack, Unterlagsmatte zum Beispiel mitnehmen. Dann ist das eine Größe, die durchaus in Ordnung ist. Sie ist aber, und das muss man auch gleich dazu sagen, da bist du dann schon sehr beengt. Wenn du noch mehr mitnehmen willst für Zelt oder persönliche Gegenstände und Wechselwäsche, ja, ich meine natürlich ernst Wechselwäsche, dann wird es eng werden. Also das ist so ein... Es geht gerade, aber nicht allzu viel. Aber bedeutet auch, wenn du wirklich zu Fuß gehen musst, würde man nichts anderes nehmen als so einen Rucksack. Ja, vielleicht 58 Liter, ja. Aber mehr ist dann schon immer. Wir haben auch Rucksäcke bei uns im Shop, die Gesamtvolumen 80, 90, teilweise, wenn man dann noch was drauf poppt, 100, 120 Liter haben, das ist ja alles cool. Wenn ich da nur Luft reinpacke, dann ist es okay. Aber wenn ich da wirklich Dinge reingebe, dann wird das so schwer, dass du das trainiert haben musst, damit du dann auch wirklich gehen kannst damit, gell? Ich bin kein Trainingsexperte, aber es ist einfach logisch. Wenn ich aber sage, okay, ich werde eh motorisiert unterwegs sein, mit dem Bus, mit dem Auto, mit der Bahn, Flugzeug wird auch dann eng vielleicht, aber egal, ja, wurscht, egal. Auf das würde ich einfach achten. Und daher jetzt einmal eine zivilere Version. Ich habe mir die auf Amazon gekauft. Ja, ich weiß, und da wird jetzt auch der eine oder die andere sagen, Amazon ist böse. Ja. Ich habe es mir trotzdem dort gekauft. Der Rucksack wird jetzt das erste Mal angepasst. Also das sitzt jetzt einfach mal, nur ja, ein bisschen weiter runter. Ich habe noch nichts eingefüllt, daher kann ich das jetzt noch nicht beurteilen. Aber schau mal. Ich meine, das müsste ich da ein bisschen weiter runterstellen. Ich glaube, dass man das auch verstellen kann, ja. Das ist dieser Brustgurt, den kann man auch schön verstellen. Brustgurt, eigentlich bräuchte ich einen Bauchgurt und keinen Hüftgurt. Ich brauche keinen Brustgurt und keinen... Ja, das bräuchte ich alles nicht, ich brauche einen Bauchgurt. Nein. Dann ist hier unten der Hüftgurt. Bist du, habe ich zugenommen. Nein, die von Tatanka haben das einfach bei der Produktion nicht so eingestellt, dass es halt auch für breit gebaute Herren passt. Man kann sich alles schönreden. Da gibt es hier unten
im unteren Bereich. Das ist etwas anders, als ich das von TT kenne zum Beispiel. Aber wurscht. Das ist ein bisschen ein anderes System. Das ist, wahrscheinlich ist das sogar cool. Schau mal her. Das sind jetzt drei solche Bandeln. Muss man da einstellen? Du hörst es an meiner Stimme. Ich war jetzt krank und deswegen, also ich bin, mein Gehirn ist noch nicht ganz in Ordnung. Nein, du brauchst diesen Teil nur nach hinten ziehen und dann ist es. Ach Gott, Reini, mach dich. So, jetzt schau, wie schlank ich bin. Nein, also das geht sich auch genau aus. Also auch für meine Größe, ich bin 1,83, so irgendwas in dem Bereich, ja. Kommt drauf an, ob ich mich aufrecht hinstelle oder nicht, aber das geht sich genau aus. Ich glaube, dass man das System auch hinten noch einstellen kann. Das müsste ja ein Tragesystem sein, mutmaße ich jetzt. Aber schauen wir gleich einmal. Ja, das heißt, der war jetzt ganz nach unten gestellt. Das heißt, ich könnte jetzt auch hergehen und kann den noch auf größer stellen. Also auch für, weil auch die Frage immer wieder kommt, ich bin 2,73 Meter, nein, das ist ja Blödsinn, ja, aber 2 Meter oder 1,97, also 2 Meter und hast du einen netten Rucksack für mich. Ja, also der kann mitwachsen, das passt einmal ganz gut und auch vom Tragesystem, ich habe halt, wie gesagt, ich habe jetzt noch nichts gemacht, ja, ich habe jetzt noch nichts eingefühlt, ich muss das wirklich testen, aber im Großen und Ganzen finde ich das gut, ja, finde ich das gut, schön gepolstert, alles gut. Sehr schön gemacht und auch nachgedacht mit diesem Teil hier. Also ich habe es am Anfang wirklich nicht gecheckt. Ernsthaft jetzt, ja. Das ist natürlich eine Ausrede gewesen, ja. Aber ich habe das nicht gecheckt, aber das ist gut. Dann das Paddel. Da ist hier auf beiden Seiten eine kleine Ausnehmung und ich mutmaße, dass die für die Zirkulation gedacht ist. Ne? Jetzt stell dir, weil du Labert, ich mache da ja immer wieder Werbung dafür, ne? Billige Eigenwerbung übrigens. Schau mal, der geht so runter und drüben wieder so rauf und dazwischen natürlich ein Tal und so weiter. Und wir haben da auch unsere Holzfällerhütten und unsere Camps, das ist alles super. Aber da geht es ja auf und ab. Und ich kann dir aus Erfahrung sagen, und das hat nicht nur was mit dem Dickbauch zu tun, sondern es war auch davor so, dass man einfach ins Schwitzen kommt. Und das ist ja auch gut. Und daher glaube ich, dass überall dort, wo kleine Löcher gemacht wurden, das einfach praktisch ist. Das ist einfach irrsinnig praktisch. Ja, das finde ich gut. Das finde ich wirklich gut. Gefällt mir. Ja, ich weiß, es ist überhaupt keine Molle drauf und auch so rot und alles, gell, damit diesen. Aber das ist ja wurscht. Ich meine, muss es immer Molle sein? Nein, muss es nicht. Nein, das sitzt gut. Wie weit kann ich da runter? Ja, das ist jetzt eh schon. So, hier dieser Brustgurt, der geht nicht weiter runter. Man kann ihn aber raufstellen. Also für die, die eben 2 Meter groß sind, auch das ist überhaupt kein Problem. Das lässt sich alles schön öffnen. Also qualitativ in Ordnung. Ich merke bei den Clipperln jetzt keinen wirklichen Unterschied zu, ja, das Man & Tiger oder zu Helikontext, merke ich nichts, ist gut. Ich habe das Teil nicht im Shop, noch nicht, vielleicht ändert sich das mal. Ich gebe dir auf jeden Fall unten den Link, wo du das Teil beziehen kannst, entweder auf Amazon oder sonst wo. Schau dir das ganz einfach an, vielleicht habe es auch ich dann irgendwann einmal im Shop. Gefällt mir ganz gut. So, dann wollen wir uns einmal das Deckelfach anschauen. Das Deckelfach, was mir gleich aufgefallen ist beim Auspacken, wie gesagt, du warst jetzt live dabei, als er so schräg abfällt. Dann haben wir hier ein Zweiwege-Reißverschlusssystem. Hey, da ist ja was drin. Hey, was ist denn das? Ah, das wird die Regenhaut sein. Ja, auch nicht so militärisch. Und ja, da steht sogar, Reini, du bist ein Dummkopf, da steht sogar Raincover Inside. Nein, das passt ganz gut. Auch das werden wir gleich runterschneiden mit dem Reini Rossmann EDC Hawk. Ja, wenn man gleich runterschneidet mit einem Neckknife, auch das gibt es natürlich bei uns im Shop. Ich meine, das gibt es bei uns im Shop oder nur bei uns im Shop oder andere Messer, wie das ihr bist oder wurscht. Jetzt hören wir mal auf mit dieser billigen Eigenwerbung. Aber es ist jetzt hier kein Netz, keine Netztasche, gar nichts. Es ist einfach nur ein Teil und fertig und da kannst du was reinpoppen. Das heißt, diese Modularität, die teilweise bei diesen militärischen Rucksäcken da ist, also da nochmal Schlaufen drinnen sind oder sowas. Das habe ich hier jetzt zum Beispiel nicht, aber macht nichts. Ich könnte jetzt hier einen Schlüssel auch noch an dieses Teil hier anpacken. Das kann man auch runternehmen. Ja, und ich werde den jetzt nicht aufmachen. Okay, der ist einfach farbig, damit man das Teil auch wieder findet. Das finde ich nett. Die Reißverschlüsse haben so eine Kordel draus. Aha. Weil die sind relativ klein, die Reißverschlüsse, aber mit der Kordel kann man das dann gut packen. Das gefällt mir mal ganz gut. Sehr schön gemacht. Außen befinden sich hier
ja, seitlich solche Schlaufen. Da wird es dann vielleicht irgendwo anders auch noch Schlaufen geben. Oder sind die Schlaufen dafür gedacht, um hier oben ein Flexicord raufzugeben? Ich weiß es nicht. Wenn du eine Ahnung hast, wenn du den Norix 48, dann gibt es auch Frauenausführung und Männerausführung und Kinderausführung und lauter so Geschichten. Ja. Wenn du den hast in irgendeiner Art und Weise und hier eine Idee hast, was man damit tun kann, schreib bitte unten einen Kommentar, da würde ich mich irrsinnig freuen drüber. Der Reißverschluss ist abgedeckt. Das heißt, also wasserdicht ist das Ding natürlich nicht. Also wenn du einen Tauchurlaub machen willst und beim Tauchen einen Rucksack tragst, wobei, da haben wir eine Sauerstoffflasche hinten, egal. Aber du den vorne mitnehmen willst für Backout oder sowas, weil du auf Kampftaucher machst. Jetzt war es gemein. Nein, ernsthaft. Dann ist es nichts, da wird das Wasser reinkommen. Aber jetzt so ein bisschen Regen, Spritzwasser, das kann ich mir, also so ein bisschen Regen, das kann ich mir gut vorstellen, dass sich das hier schön ausgeht. Weil es überdeckt ist. Ja, das ist schön. So, dann schauen wir mal ins Innenleben. Und das Innenleben wird langweilig. Also, wie gesagt, normalerweise, man kann nicht aufmachen, modular, und da setzt man da dorthin und Patch und ja, und gut. Das ist einfach ein Sack jetzt. Das ist einfach ein Sack von oben bis unten. Ein Sack. Ja, wirklich. Da ist seitlich nichts, da ist gar nichts. Hinten ist so ein Einschubfach, so wie wir das kennen, also das brauche ich jetzt nicht extra herzeigen, das kannst du dir sicher vorstellen. Da spüre ich auch dieses verstärkte Tragesystem, also das sind zwei so seitlich hier und an der Stelle, da sind ja, zwei so Röhren drin, ja, Alu-Röhren oder was auch immer das ist, damit das hier verstärkt ist, das passt, aber mehr ist da nicht. Ausmaß, fertig, Schluss, passt da. Es gibt hier vorne noch ein Taschel. Also ich muss dir sagen, dass dieser Rucksack jetzt im Vergleich zu einem militärisch anmutenden Rucksack jetzt auch, ich muss sagen, da gibt es auch einiges zu entdecken. Ja, nämlich man kann hier zugreifen auf das Zeug. Nämlich, ich stelle mir das jetzt so vor, ich habe da alles reingepackt, so reingeworfen, blablabla. Da gibt es übrigens auch bei uns im Shop eigene Mesh-Pocket-Sets und lauter so Geschichten, also Ordnung im Rucksack, finde ich großartig. Man kann, muss auch aber nicht unbedingt was kaufen, du kannst auch Plastiksackerl nehmen, die durchsichtig sind und beschriftet sind. Ja. Also zum Beispiel ein Plastiksackerl, da sind meine Socken drinnen. Das ist super. Aber wenn ich halt alles nur von oben reinschieben kann, ist blöd. Den kann man auch von unten aufmachen und wenn ich weiß, ich habe hier unten Ausrüstung mit dabei, das geht gut. Und, warte mal, das möchte ich jetzt wissen, ich kann ja das komplett aufmachen. Aha. Das heißt, das wäre auch ein Tracking-Rucksack, also dass ich sage, ich mache so Flugreisen oder so irgendetwas und habe da einfach alles mit drin. Könnte das gehen? Ich weiß nicht, ich bin mit Flugreisen überhaupt nicht, kenne mich überhaupt nicht aus. Würde das als Handgepäck übrigens durchgehen? Ist auch eine gute Frage, oder? Wenn du dazu irgendwas weißt, bitte schreib einen Kommentar. Das interessiert mich brennendst. Auf jeden Fall kann man hier jetzt zumachen, auf und zumachen. Das geht sich alles wunderbar aus. Da vorne, aber da, ja, hier vorne gibt es noch ein Fach. Da passt auch einiges rein. Also ich muss dir sagen, dass dieser Rucksack cool ist. Das sagt man mal sehr. Außen im Frontbereich sind jetzt solche kleinen Laschen dabei. Auch da Flexicords, schau mal her. Da könnte man da Skistücke oder Wanderstücke anbringen. Oder auch mit einem Karabinerhaken zum Beispiel irgendwelche, irgendwas, ja, unsere Tools, die wir so haben. Also, dass das immer alles billige Eigenwerbung ist, was ich da mache, das muss eh ganz klar sein. Also, von unseren neuen Teilen, die wir haben, kann man da unterschiedlichste Sachen drauf poppen, wenn man das will. Das ist gut, das ist nett. Kompressionsschlaufen seitlich, die man aber auch aufmachen kann. Das bedeutet, du könntest hier jetzt auch was einfädeln. Ja, warum nicht? Hier unten ist auch noch einmal eine Kompressionsschlaufe. Also, da geht einiges rein. Also 48 Liter ist gar nicht einmal so wenig. Ich meine, ja, es gibt natürlich immer mehr, aber warum auch? Na, ist gut. Dann hier seitlich zwei Taschen. Da würde auch Wasserflasche reinpassen. Es geht sich hundertprozentig aus, wenn meine Faust da einfach so reinarbeitet. Das geht sich locker aus. Du hörst es wahrscheinlich an meiner Stimme. Ich bin jetzt ein bisschen krank gewesen und ich arbeite noch an meiner Stimmwiederfindung. Kann man das so sagen? Ja, kann man so sagen. Gut, das ist einmal schön. Was ich auch gut finde, ist, dass man dieses Deckelfach hier massiv erweitern kann. Das bedeutet zum Beispiel, wenn ihr jetzt wirklich einen Schlafsack noch oben rauf poppen will, ja, das geht sich locker aus. Das geht sich wirklich aus. Dann mit diesem Schneefangsack hier kann man sicher auch noch arbeiten. Also dieser Rucksack ist cool. Deswegen habe ich ihn auch ausgesucht. Also ich habe mir das nämlich gleich von vornherein vorgestellt, dass das cool ist. Nein, du hast hier einen coolen Rucksack, der zivil anmutet.
der alles mitmacht. Hier hinten und auch vorne, ich weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist, auch vorne gibt es so einen Riemen zum Aufheben. Also wenn der komplett angefüllt ist, der Norix 48, glaube ich, kann das Teil auch ganz schön schwer werden. Aber jetzt möchte ich noch was wissen, und zwar, es ist hier unten, hier in diesem Bereich, ist auch noch ein Fach. Das ist mit so gelben Kordeln angemacht. Aha, da hat man hier ein Bodenfach. Kann ich in dieses Bodenfach auch irgendwie dazu von außen? Nein, kann ich nicht. Das heißt, das ist wirklich der Gepäckstauraum. Da kann man von außen nicht dazu, sondern der ist eben nur von innen für den Zugriff. Ja, passt gut, passt gut. Der die Fragen sicher gleich kommen werden. Passt der Schlafsack rein? Ja, Decke passt rein. Also so. Steh, für 23 Grad Außentemperatur und es fröstelt dann trotzdem ein bisschen, also so eine kleine Decke. Nein, also eine Fließdecke, die ich schon vorgestellt habe, nein, ich habe das jetzt übertrieben dargestellt, ja, aber eine Decke würde da schon reinpassen, würde ich aber nicht da unten reingeben, ich würde da ist da genug Platz, beziehungsweise ich würde das eben oben dazugeben, oder hier unten ist auch ein Riemen mit dabei und auch hier könnte man sicher etwas, weil das ist relativ lang, das kann man aufmachen. Das bedeutet, auch hier hast du dementsprechende Schlaufe und könntest du zumachen. Das Blöde ist nur, glaube ich, nein, das geht sich gut aus. Schau her, klack und klack und dann hier unten eine Rolle mit reingeben. Wie gesagt, schau mal, wie lang das noch ist, wie groß das sein kann. Also dieser Rucksack ist multifunktional, der ist cool, den muss ich unbedingt ausprobieren. Das ist jetzt einmal das erste Einführungsvideo. Ich muss dieses Teil unbedingt komplett bepacken und ausprobieren. Denn ich glaube hier, ein richtiges schönes, ich weiß, da ist jetzt nichts drin, aber ein richtiges Universaltalent gefunden zu haben, das man für unterschiedlichste Dinge verwenden kann. Nämlich, ich bin auf Reisen, für eine Person ist das sicher ausreichend Platz. Ich will das als Bugout-Bag benutzen. Ich möchte es zum Wandern benutzen, ich möchte es für Bushcraft und Survival Training benutzen. Mir ist klar, dass das jetzt eine andere Art ist zu arbeiten, klar, weil wenn ich an mein Raid-Bag denke, da habe ich Molle und da kann ich da Taschen und dann mache ich einfach auf. Das ist alles super praktisch und es ist großartig, aber auch das kann eine Variante sein. Ich muss das einmal testen, ich muss es einfach einmal testen. Bushcraft mit einem klassischen normalen Rucksack und das wird wahrscheinlich genauso gut gehen. Was ich gleich sagen kann, es ist laut, weil ja auch immer mehr Jäger bei uns zuschauen hier auf YouTube und auch im Shop einkaufen. Das ist laut. Also so ein Loden-Rucksack. Ich habe von meinem Papa so einen grünen Rucksack geerbt, der ist komplett des Loden. Da reibt überhaupt nichts. Ja? Und auch bei den Schnallen ist das alles so gemacht, dass da nichts klingt. Ich meine, klingen tut hier nichts, weil kein Metall da ist. Aber ich weiß nicht, ob das für Jäger wichtig ist. Das ist vom Material her wahrscheinlich nicht die richtige Wahl, aber da gibt es bessere Möglichkeiten. Und dann noch einen letzten Punkt, der fällt mir jetzt gerade auf. Und zwar hier gibt es First Aid, Erste Hilfe. Auch hier gibt es die Möglichkeit, im Deckelfach das aufzubewahren. Finde ich sehr praktisch, finde ich sehr gut. Warum? Dann weiß ich, ich muss nur aufmachen. Und da reingreifen, da ist mein Erste-Hilfe-Set. Denn wenn das irgendwo hier im großen Rucksack, im Hauptfach verstaut ist, das wird nichts werden. Naja, das war's jetzt. Norix 48. Mal so ein erstes Reinschnuppern. Auch in diese Welt der zivilen Rucksäcke. Nein, ich habe ein paar andere auch. Aber der ist jetzt neu, den werden wir ausprobieren. Und jetzt bist du gefragt. Erstens, hast du den in irgendeiner Ausführung? Ich weiß, es gibt es in Männer- und Frauenausführung. Das ist die Herdenausführung. Hoffe ich zumindest. Ja, ich gebe da auch unten den Link, wo du das Teil beziehen kannst. Schreib mal gerne einen Kommentar. Ich werde ihn testen und werde dann ja, am Ende des Jahres ein bisschen erzählen, wie es mir das Jahr über gegangen ist mit dem Rucksack. Cool, Daumen nach oben, nach unten, Abo dalassen und natürlich billigste Eigenwerbung. Reini Rossmann Irbis oder den Beaver, da gebe ich dann natürlich den Link dazu. Oder den Hawk oder du willst eine Steckscheide, eine EDC-Scheide für dein Leatherman-Tool oder Victorinox-Tool oder was auch immer. Oder all die coolen Sachen, die man auch so produzieren. Alles made in Austria, wenn dir das interessiert. Alles, was so K4 kommt, ist made in Austria. Ist alles gut. Wenn dir das interessiert, dann bitte melde dich bei uns. Schau in unseren Shop vorbei. Und das war's jetzt irgendwie. Schau mal hier. Hörst die Vogel singen? Das werde ich jetzt genießen und einen Tee trinken. Bis dann, dein Reini Rossmann. Ciao, ciao.